Herzlich willkommen zurück in Harvest Moon, deine Temperung. Ich habe mich hier in die Wasserhöhle hier ist der Schatz. Oder? Oh, hier ist etwas. Du hast Spindel gefunden. Ja. Hier könnte ich jetzt auch angeln, wenn ich wollte. Ich könnte schwören, ich habe im Hintergrund ein Geschenk gesehen, aber leider könnte ich da nicht die Kameraperspektive verändern. Hier, das ist die Karte der Tropfenebene. Hier. Brauche ich nicht mehr. Zurück zum Anfang. So. 8.40 Uhr. Ah, ich habe doch etwas länger gebraucht, auf Ebene 50 vorzudringen. Ich glaube, die Schneiderei hat schon geschlossen. Sie hat auch einen. Cool. Ja, coole Sache. Kann man den Schatz hier auch noch holen? Dazu geht man hier ins Hinterzimmer. Und dann hier. Oh, hier ist etwas. Du hast Opal gefunden. Ja. Ach, Mensch, was Tolles war schon hier gekommen. Tada. Und für dich, Omi. Guten Abend. Meine Güte, ich weiß nicht, ob ich dir noch etwas Wunderbares annehmen kann. Vielen Dank. Warte mal, jetzt will ich mal eben gucken. Ich versuch's jetzt einfach mal mit Lil hier. Davon haben wir ja genug. Oh, ich mag es. Ich bin so glücklich. Danke. So, das wäre es soweit in der Schneiderei. Auf Rubble Action habe ich gerade keinen Bock. So, dann gehe ich doch noch mal hier rein. Rassbar. Oh, ich versuch's bei ihr auch mal mit einer Lilie. Guten Abend. Danke. Ja, die steht mir auf Karotten, also habe ich da einen Griff ins Klo. Guten Abend. Oh, wie schön, das mag ich, vielen Dank. Ja, Frauen stehen halt auf sowas, ne? Hier eine Auster. Vielleicht ist eine Perle für dich drin. Oh, das ist toll. Vielen Dank. Ja, für Marco habe ich leider nichts. Versuche ich es mal noch in der Apotheke. Ich weiß nicht, ob die noch auf hat. Bis 20 Uhr, ja klar. Hat noch auf. Wunderbar.
wunderbar. Für dich habe ich nämlich zwei Löwenzahnwurzeln gefunden. Bitteschön. Guten Abend. Für mich, danke. Gefällt mir sehr gut. Für Max wie immer ein Kräutertee. So. Stefan müsste ja jetzt zu Hause sein. Tomatensaft. Bitteschön. Guten Abend. Das gefällt mir sehr besonders. Danke, das freut mich. So. Fällt mir ein. Karte des Bandes können wir ja auch irgendwo ablegen. Auch manchmal. So. Ach nö. Jetzt geht's hier weiter. Warte mal, das Band habe ich. Ach ja, das kommt jetzt noch. Tropfen haben wir. Flammen haben wir. Jetzt muss ich gleich noch mal gucken. Perle kann weg, Pilze, Giftpilze, das kann weg, das kann weg. Und das nehmen wir natürlich wieder raus. Schmiede. Grüntee. Bitteschön. Ja, für dich. Oh, dir gebe ich einen Himbeersaft. Mag es auch ganz gern. Oh, mein Dach. Kriege ich meinen Schatzbesuch unten. Okay. Oh, das ist echt lieb von dir. Vielen Dank. Jetzt habe ich gute Laune. Entschuldige, dass es spät geworden ist. Immer so quatschen. Warst du schon einmal an den tiefsten Stellen der Mine? Ich wollte einmal dorthin gehen. War mit Rolf dort. Da sind Onkel und Detlef aber sehr wütend geworden. Dieses Mal kam das Läuten der Glocke von der Windmühle. Das ist ein neuer Wind aufgezogen. Erschienen wie du, Tita.
ich mag den Sommer. Im Sommer habe ich viel mehr Energie. Ich mag den Sommer. Im Sommer habe ich viel mehr Energie. Hä? Wieso hat er... Ach ja, wir müssen ja noch mit der Erntegöttin reden, bevor wir die Wünsche erfahren. Ich wollte schon sagen, eigentlich hat er uns ja seinen Herzenswunsch schon verraten müssen. Die Erntegöttin, stimmt. Die muss ich auch gerade eben. Soll ich die erst auf? Ich weiß nicht, ob die anderen Läden so lange offen haben. So, jetzt gehe ich erstmal zur Erntegöttin. Weil Olli momentan der Einzige ist, der mehr wie drei Herzen hat. Beziehungsweise braucht man drei Herzen, um den Herzenswunsch zu erfahren. Aufheben. Göttchenquelle. Oh, hier scheint auch stürmisch zu sein. Einmal bitte mit der Göttin reden. Finkita, was ist geschehen? Emmas Glocke läutet nicht, wenn man einen Wunsch vor der Kirchwand spricht. Äußere am Wandbild einen Wunsch und die Glocke klingt. Das Wandbild der Wünsche war ein Geschenk, das ich Elmar einst gab. Was? Dann bitte läute Elmars Glocke jetzt sofort! Das ist mir nicht möglich. Elmars lila Glocke ist die Glocke des Herzens. Nur wenn ihr Menschen innige Wünsche ertönen, die Glocke. Die Natur der Welt erhält ihre Kräfte langsam zurück, jedoch zu hektisch ist die Menschen im Alltag, kaum Zeit, Wünsche zu heben und dort zu äußern. Was sollen wir bloß tun? Tita, erfrage die Wünsche der Menschen und trage sie zum Wandbild. Viele starke Wünsche sind vonnöten. Werd ihr Freund, so öffnen sie dir ihr Herz und ich erzähle auf dich. Wenn alle Wünsche vor das Wandbild getragen wurden, wird die Glocke läuten. Das Wandbild der Wünsche wird ebenso wiederhergestellt werden. Dies ist die letzte Glocke, ich zähle auf dich. Okay, Kräuter sind nicht so begeistert. Ich hatte doch noch diese andere. Da. So. Ach Mist, jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geachtet. Jetzt ist bestimmt gleich 20 Uhr und da komme ich nicht mehr zu Olli. Oder? Ich versuch's trotzdem. Und? Geschlossen. War ja klar. Okay. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal
um eine weitere Karte. Nämlich hier, Karte der Gischt. Das ist hier, auf der Brücke zur Gamone-Mine. Oh, hier ist etwas. Du hast Peridot gefunden. Ach ja. Für die, die es nicht wissen. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Die Karte der Spiegel machen wir dann erst im nächsten Part. Ich kann es nicht lassen. Ich muss die Pilze einsammeln. Oh, hier stehen auch wieder drei. Und warte nur darauf, von mir gepflückt zu werden. So, prima, prima. So, was haben wir sonst noch so? Ja, das war's für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es heißt Tita Daddel Tadus Harvest Moon, deine Tierparade. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.